Was war das größte Abenteuer in Ihrem Leben? Vielleicht auch als Familie? Ich weiß es nicht. Millis Geburt auf jeden Fall. Ja, das war schon mal ein Abenteuer. Das erste Abenteuer. Ich glaube, das ist alles so, die ganze Entwicklung, alles ist so ein Abenteuer immer wieder. Ne? Das ist, kann man gar nicht so sagen, was jetzt so das Größte dabei war. Als wir alle zusammen in einem Zimmer auf Koh Samui in Thailand und das Ganze dann 2 Wochen, das war ein Abenteuer, schwer. Weil ich wahrscheinlich mal geschnarcht habe. Ja, das war dann das große Abenteuer, ne? Ja, ist klar. Was war das größte Abenteuer in Ihrem Leben? Also erst kürzlich hatte ich so ziemlich mein zweitgrößtes Abenteuer, als Phileas eben jetzt bei The Voice Kids in der Blind Audition war. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt. Also ich glaube, nicht bei unserem Ja-Wort war ich so aufgeregt, Entschuldigung. Auch nicht bei meiner Abi-Prüfung oder bei der Führerscheinprüfung. Ich war noch nie wirklich so unglaublich nervös und aufgewühlt wie bei seiner Blind Audition. Aber es hat sich ja gelohnt. Genau. Wie fandst du es denn, auf der Bühne zu stehen? Es war auf jeden Fall aufregend, aber ich war nicht so nervös, wie ich eigentlich dachte. Also ich hatte gedacht, ich bin total nervös und habe mir so viele Sorgen gemacht, dass ich den Text vergesse oder so. Aber am Ende, als ich da drauf stand auf der Bühne und gesungen habe, habe ich mich eigentlich ganz sicher gefühlt. Also es war aber schon aufregend. Ja, eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Weißt du schon, was du mal werden willst? Willst du weiter in die Fußstapfen der Eltern? Also in die Fußstapfen der Eltern zu treten, wäre eigentlich nicht so mein Berufswunsch, sondern ich würde eigentlich lieber mein eigenes kleines Thai, koreanisches Restaurant aufmachen und dann würde ich da Desserts und ich liebe einfach Kochen und würde gerne mal an der Universität für Nutritional Sciences studieren. Also ich habe da schon meine Pläne. Was sagen die Eltern dazu? Wozu jetzt genau? Zu den Plänen? Naja, natürlich sind tolle Pläne, weil wir wollen ja, dass er glücklich ist. Und er macht seine Pläne schon ganz gut. Und er wird jederzeit von uns die Unterstützung dafür bekommen, was es auch sein mag. Er soll seinen Weg gehen und da ebnen wir ihm alles, was nur geht.